Diese Woche in Vaticano. Kommen Sie mit uns in die Heilig-Geist-Kirche in Rom und lassen Sie die schönsten Momente der Messe zum 100. Jahrestag der Geburt von Mutter Angelika Revue passieren. Lernen Sie das Marienheiligtum von Pompeji und den seligen Bartolo Longo kennen. Und erfahren Sie, welch wichtige Rolle die Katholiken bei der Befreiung Italiens von der Nazi-Besatzung und vom Faschismus gespielt haben. Das und mehr gleich in Vaticano. Klosterschwestern im Fernsehen. Das ist zweifellos eine der lächerlichsten Sachen, die je passieren konnten. Es hat sich einfach so ergeben, als ich zu Kanal 38 in Chicago ging und dieses kleine, winzige Studio betrat. Wir hatten noch nie zuvor ein Fernsehstudio gesehen. Wir hatten schon seit ein paar Jahren Bücher veröffentlicht und damit eine Menge Leute erreicht. Aber ich erinnere mich, wie ich so in der Tür stand und dachte, dass es nicht viel braucht, um die Massen zu erreichen. Und dann habe ich mir gesagt, Gott, so etwas muss ich auch haben. I've got to have one of these. Diese Woche jährt sich der 100. Jahrestag der Geburt Mutter Maria Angelikas, Gründerin von EWTN. Sie starb am 27. März 2016, vor 7 Jahren. Mutter Angelika hatte ein bemerkenswertes Leben und war eine Inspiration für Millionen von Menschen. Sie war die erste Frau in der TV-Geschichte, die einen Fernsehsender gegründet und geleitet hat. Und sie tat dies zu einer Zeit, in der in Amerika auch CNN gegründet wurde. EWTN hat des 100. Geburtstags Mutter Angelikas mit einer Gedenkmesse in der Kirche Santo Spirito in Sassia in Rom gedacht. Für die musikalische Begleitung sorgte der Chor Cappella Ludovice. Zelebriert wurde die Messe vom Bischof von Birmingham, Bischof Stephen John Raica. Ich muss gleich gestehen, dass ich sie nur vom Hörensagen kenne, sie nie persönlich kennengelernt habe. Aber ich habe viele Menschen getroffen, die von ihrem Leben und dem Dienst des von ihr gegründeten Mediennetzwerks berührt wurden. Menschen, von denen viele Christus begegnet sind und die es dem Leben und Zeugnis Mutter Angelikas zu verdanken haben, dass sie Christen sind. Der von Mutter Angelikas initiierte Dienst lebt weiter. Und auch EWTN wächst weiter und trägt das ewige Wort bis an die Enden der Welt. Am Mittwoch, den 12. April, wurde im Heiligtum Unsere liebe Frau vom Rosenkranz in Pompeji ein musikalisches Oratorium gespielt. Das von Marcello Bronzetti komponierte und von Tina Vasaturo geleitete Exultet erzählt die Geschichte des seligen Bartolo Longo, ein Laie, der dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem angehörte und für den Bau des Marienheiligtums in Pompeji verantwortlich zeichnete. Die Inspiration dazu kam durch die Grabesritter, die mich gebeten haben, etwas über das Heilige Land und Bartolo Longo zu erzählen. Und so habe ich mich mit diesem Geheimnis befasst. Wenn ich diese Oratorien vorstelle, sage ich immer, dass es wunderschöne Liebesgeschichten sind, Geschichten Gottes. Der Großmeister des Ritterordens vom Heiligen Grab, Kardinal Fernando Filoni, und der Prälat der Territorialprälatur Pompeis, Monsignor Tommaso Caputo, waren bei der Aufführung des musikalischen Oratoriums mit dabei. Was mich persönlich an Bartolo Longo fasziniert, ist, dass er ein Mensch auf der Suche war, so wie wir ja alle auf der Suche sind. Und dann fasziniert mich natürlich auch seine Verbundenheit mit Maria, seine große Hingabe an die Mutter Gottes. Das musikalische Oratorium ist eine Hommage an das Leben des seligen Bartolo Longo und seine Verbindung zum Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Herzlich willkommen zu den Vaticano-Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan.
Bei seiner Generalaudienz hat Papst Franziskus zum Gebet für den Jemen aufgerufen. Ein Land, das seit vielen Jahren von einem schrecklichen, vergessenen Krieg verwundet wird, der viele Tote gefordert hat und noch heute viele Menschen, vor allem Kinder, leiden lässt. Die Worte des Papstes kamen zu einem Zeitpunkt, in dem sich am Horizont des kriegsgebeutelten Landes ein Hoffnungsschimmer gezeigt hat. Nach einem Gefangenenaustausch hat Saudi-Arabien mehr als 100 Gefangene zur Überstellung in den Jemen freigelassen. Seit die vom Iran unterstützten Houthi-Kämpfer Ende 2014 in die Hauptstadt Sanaa einmarschierten, tobt in dem Land ein Bürgerkrieg. Der Bischof von Hongkong, Stephen Chow Sau Yang, ist nach Peking gereist. Der Besuch erfolgte auf Einladung des Erzbischofs von Peking. Es ist der erste Besuch eines Bischofs aus Hongkong in der chinesischen Hauptstadt seit 1994. Hintergrund war der Beschluss Chinas, diesen Monat ohne Zustimmung des Vatikans einen Bischof für Shanghai zu ernennen. Die Ernennung ist ein Verstoß gegen das Abkommen über Bischofsernennungen, das China und der Heilige Stuhl 2018 unterzeichnet haben. Wie der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni bestätigte, hat der Heilige Stuhl König Charles III., dem weltlichen Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche, Anfang des Monats Fragmente der Reliquie des wahren Kreuzes geschenkt. Die ökumenische Geste betrifft zwei kleine Holzfragmente des Kreuzes, an dem Jesus der christlichen Tradition zufolge gekreuzigt wurde. Die wertvollen Reliquien, die im Vatikan aufbewahrt wurden, waren in den vergangenen Tagen in die St. James-Kapelle in London gebracht worden. Indien könnte China demnächst als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Prognosen des UN-Bevölkerungsfonds zufolge werden Mitte des Jahres in Indien knapp 3 Millionen mehr Menschen leben als in China. 1,4286 Milliarden verglichen mit Chinas 1,4257 Milliarden. Das genaue Datum für diese Verschiebung kann laut dem UN-Bericht nicht bestimmt werden, da Daten aus China und Indien ungewiss seien. Mit 24 Millionen Gläubigen ist das Christentum nach dem Hinduismus und dem Islam die drittgrößte Religion in Indien. Die Katholiken machen mit 20 Millionen etwa 1,55% der 1,3 Milliarden Einwohner des Landes aus. Die katholische Kirche ist die größte christliche Einzelkirche in Indien. Vatikanethiker Vincenzo Paglia hält rechtliche Kompromisse beim Thema Sterbehilfe für möglich. In einer Rede vom 19. April hatte der Kurienerzbischof den ärztlich assistierten Suizid als gangbaren Weg bezeichnet, obwohl sich die katholische Kirche klar dagegen ausspricht. Laut Katechismus der katholischen Kirche ist willentliche Euthanasie, gleich in welcher Form und aus welchen Beweggründen, Mord. Die Päpstliche Akademie für das Leben hat die Position ihres Präsidenten nun am Montag präzisiert. Paglia bekräftigte sein grundsätzliches Nein zum assistierten Suizid, halte aber einen juristischen, keinen moralischen Kompromiss für möglich, wonach assistierter Suizid unter bestimmten Voraussetzungen straffrei bleibe, heißt es in der Presseaussendung. Noch viel Spaß mit dem weiteren Programm von Vaticano. Benjamin Cockett für EWTN Vaticano. Der Apostel des Rosenkranzes, so bezeichnete Papst Johannes Paul II. Den seligen Bartolo Longo, Gründer und Wohltäter des berühmten Heiligtums Unsere liebe Frau vom Rosenkranz in Pompeji. In diesem Jahr feiert das Heiligtum den 150. Jahrestag der Ankunft des seligen Bartolo im Tal von Pompeji. Ecco, ritornare all'esperienza di Bartolo Longo a distanza di 150 anni. 150 Jahre später, auf die Erfahrung von Bartolo Longo zurückzukommen, hat eine tiefe Bedeutung. Es geht darum, den Enthusiasmus, diesen schlummernden Enthusiasmus zu wecken, damit man wieder den Wunsch hat, in die Hoffnung zu investieren. Bartolo Longo hat die Dinge nicht so gelassen, wie sie waren. Seine Ankunft im Tal von Pompeji im Oktober 1872 war nicht geplant. Es geschah durch den Willen Gottes. Denn Gott stellt den Menschen in die Geschichte hinein und sucht dann nach Situationen, die einen Neubeginn auslösen können. Für den seligen Bartolo Longo war dieser Neubeginn geprägt von der Rückkehr zum katholischen Glauben.
einem Glauben, von dem er sich in den 1860er Jahren während seiner Studienzeit in Neapel entfernt hatte. Unter dem Einfluss von Freunden und Professoren hat er sich der Welt des Spiritismus und des Okkulten angenähert und sich dem Antiklerikalismus angeschlossen, der damals in Italien weit verbreitet war. Bartolo Longo war ein Prophet, eine prophetische Figur, ein Vordenker seiner Zeit. Wenn wir uns mit seinem Leben, seinen Schriften befassen, dann finden wir dort so vieles, was auch für unser Leben nützlich sein kann. Heute erleben wir so viele Krisen, die vielen Konflikte überall auf der Welt, eine allgegenwärtige Gewalt, die die sozialen und familiären Beziehungen zu beherrschen scheint, die erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber den Leiden der Schwachen. Bartolo Longo war ein Vordenker, ein Prophet der Nichtdiskriminierung, der Integration. Aber er lebte auch in schwierigen Zeiten, denen er mit der Kraft des Glaubens und einem hoffnungsvollen Herzen begegnete. E li affrontò con la forza della fede e la speranza nel cuore. Und diesen Glauben und diese Hoffnung hatte Bartolo Longo der geistlichen Führung eines Dominikaners zu verdanken, Pater Alberto Radente. Durch die Begegnung mit dem Predigerorden konnte der spätere Selige in der Marienverehrung und im Rosenkranzgebet reifen. 1871 trat Bartolo in den dritten Orden der Dominikaner ein. Possiamo dire. Wir können sagen, dass Bartolo Longo beim Rosenkranzgebet, bei jedem Ave Maria, in seinem Herzen wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Ohne den Rosenkranz hätte er die Grundsteinlegung für den Bau unseres Heiligtums, jenen schicksalträchtigen 8. Mai 1876, nicht gegeben. Ohne den Rosenkranz hätte es die Krönung des Bildnisses der Gottesmutter nicht gegeben. Und ohne den Rosenkranz hätte man auch keine neue Stadt gebaut, in der dann 1928 die Gemeinde Pompeji gegründet wurde. 1928. Bartolo Longo kam 1872 ins Tal von Pompeji. Der Rechtsanwalt sollte für Gräfin Marianna Farnanaro de Fusco, die einen Großteil der dortigen Ländereien besaß, geschäftliche Angelegenheiten erledigen. Und als er eines Tages durch die Felder streifte, traf ihn ein Wort des heiligen Dominikus wie eine Erleuchtung. Wenn du Rettung suchst, verbreite den Rosenkranz. E qui che sentì una voce. Und hier hörte er eine Stimme, die ihm sagte, er solle den Rosenkranz verbreiten, wie es Maria versprochen hat. Er hörte sie in seinem Herzen sagen, wer den Rosenkranz verbreitet, ist gerettet. Aus dieser Eingebung, aus diesem Funken wurde das Heiligtum und die Werke der Nächstenliebe geboren. Und um das Heiligtum, die Werke der Nächstenliebe herum, ist eine Stadt entstanden, das neue Pompeji. So wurde dieser Moment vor 150 Jahren Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die wir noch heute leben. Noi viviamo ancora oggi. Hier, in einem Tal, das damals etwa 1000 Einwohner zählte, begründete Bartolo Longo das Heiligtum unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Pompeji. Quando Bartolo Longo giunse, als Bartolo Longo im Oktober 1872 im Tal von Pompeji ankam, hatte er diese innere Eingebung. Wenn du Rettung suchst, verbreite den Rosenkranz. Das ist das Versprechen Marias. Wer den Rosenkranz verbreitet, wird gerettet. Der junge Bartolo, der nach Pompeji kam, war ein Mensch wie du und ich. Und auch, wenn er die Bedeutung dieser Worte wohl nicht ganz verstanden hat, so hat ihm sein Herz doch gesagt, dass es der Wille Gottes war. Und er hat es dann in die Tat umgesetzt und versprochen, in Pompeji zu bleiben, um den Rosenkranz zu verbreiten. Promette di restare a Pompei per propagare il rosario. Bartolo Longo wurde 1980 von Johannes Paul II. Selig gesprochen. Er war der erste Laie, der dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem angehörte und selig gesprochen wurde.
In Italien ist der 25. April ein offizieller Feiertag. Es ist der Jahrestag der Befreiung Italiens vom Faschismus und von der deutschen Besatzung. Vor 2 Jahren, am 2. März 2020, hat der Heilige Stuhl seine Archive zum Pontifikat von Pius XII. Geöffnet. Andrea Giampani, Professor für Zeitgeschichte an der römischen Lumsa-Universität, erklärt uns, welche Rolle die Katholiken für den Widerstand gespielt haben. Professor Giampani, quali prospettive? Herr Professor, was können uns die Archivdokumente zum Pontifikat von Pius XII. Über die Rolle der Katholiken beim Widerstand gegen den Nazifaschismus sagen? Dank der beeindruckenden Menge an Dokumenten, die den Historikern jetzt zur Verfügung steht, erscheinen viele Interpretationen der Rolle der Katholiken in der Widerstandszeit in einem neuen Licht. Vor allem, was die Situation in Rom zwischen 1943 und 1944 betrifft. Natürlich muss diese dokumentarische Analyse auf mehreren Ebenen erfolgen. Wir haben da den Heiligen Stuhl, die katholische Kirche, die katholische Aktion in ihren verschiedenen Ausprägungen und die katholischen Laien im allgemeinen Sinne. Und daraus ergibt sich das Bild einer Kirche, die mit den Opfern des Nazifaschismus sehr solidarisch war und viel für sie getan hat. Per i perseguitati dal nazifascismo. Quando si parla di resistenza, subito. Wenn wir vom Widerstand sprechen, denken wir sofort an Waffen, an die Partisanen. Kann man sagen, dass der Widerstand für die italienischen Katholiken in erster Linie ein moralisches Engagement war? Prima di tutto un coinvolgimento morale. Innanzitutto bisogna affrontare la questione degli spazi organizzativi. Da ist zunächst die Frage nach den organisatorischen Freiräumen, die sich der katholischen Kirche durch die Lateranverträge eröffnet hatten. Und die waren durch die totalitären Bestrebungen des Faschismus natürlich gefährdet. Angesichts der Unmöglichkeit einer politischen Repräsentanz blieb den Katholiken nur die moralische Dimension. Man distanzierte sich also von den öffentlichen Modellen des Faschismus und hielt an der Moral als Zentrum des katholischen Handelns fest. Und dann haben das Lehramt und das Pontifikat Pius XII. Für die Katholiken natürlich auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit aufgeworfen. Riflettere sulla questione della giustizia sociale. Wie haben die Kirche, die Katholiken, den Widerstand erlebt, der ja auch verschiedene politische Kräfte auf den Plan gerufen hat? Sozialisten, Kommunisten und Liberale. Als der Widerstand nach dem 9. September in Rom begann und das Nationale Befreiungskomitee gebildet wurde, beteiligten sich die Katholiken mit großer Solidarität an diesem moralischen und politischen Widerstand. Und sie wurden dabei oft vom Heiligen Stuhl unterstützt. Die Archivdokumente sprechen von Hunderten von Initiativen des Heiligen Stuhls zur Unterstützung der Bevölkerung, der Hilfe für Flüchtlinge, der Vermittlung bei der Befreiung von Menschen, die von den Deutschen und von der faschistischen Polizei verhaftet worden waren. Diese Solidaritätsarbeit kannte keine Grenzen und viele der Verhafteten und Verfolgten waren Katholiken. Einige Priester haben dabei ihr Leben verloren, wurden umgebracht, aber auch Vertreter der liberalen, sozialistischen und der kommunistischen Welt. Ma anche esponenti del mondo liberale, del mondo socialista, del mondo comunista. Professore, un'ultima domanda. Eine letzte Frage. Hat der Kampf um Freiheit eine Art katholische Identität entstehen lassen? Cattolica nella lotta di liberazione. E certamente ci fu anche un apporto. Es gab sicher auch eine individuelle katholische Beteiligung an der Befreiungsphase, die viele Formen annahm. Da war der Widerstand christlicher Partisanen, der zivile Widerstand, der gewaltlose Widerstand. Diese Form der katholischen Beteiligung hat auch die Nachkriegsdebatte beeinflusst. Zwischen 1943 und 1944 begannen die Diskussionen über die Formen einer christlichen Parteipräsenz. Und diese Debatte war letztendlich auch entscheidend für die Entstehung der Christdemokratie, einer Partei, die für die moralischen Bestrebungen eintrat, die den Widerstand beseelt hatten. Soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Patriotismus. In diesem Sinne kann man also betonen, dass sich mit der Democrazia Cristiana unter Führung Alcide de Gasperis für die italienischen Katholiken endlich ein Wunsch erfüllt hat, den sie seit dem 19. Jahrhundert hegten, nämlich der, unserem Land eine christliche Führung zu geben. Sulla possibilità di guidare il nostro paese. Grazie mille, professor. Vielen Dank, Herr Professor. Wie bereitet man sich in der modernen Welt auf das Priestertum vor?
Was kann man bei einem Studium in Rom lernen, was man sonst nirgends lernt? In den nächsten Wochen werden wir einige Seminaristen des päpstlichen Nordamerika-Kollegs in Rom näher kennenlernen und sie auf ihrem Weg begleiten. Seit etwa 6 Monaten kümmern wir uns um Obdachlose. Es ist eine großartige Übung, unsere Menschlichkeit mit denen zu teilen, die auf der Straße leben. Und man weiß nie, wen man dort treffen wird. Wir gehen in diese Richtung, durch die Arkade. Vielleicht kannst du von dort aus Aufnahmen machen. Wir gehen hier entlang, um mit ein paar Leuten zu reden. Neulich, als wir für diesen Dokumentarfilm hier gedreht haben, war das ein Tag, der wirklich diesen Dienst auf der Straße gezeigt hat. Mit all seinen Pros und Kontras. Wir hatten ein paar schwierige Begegnungen, die nicht so friedlich abliefen wie andere. Und wir hatten auch einige wirklich großartige Begegnungen. Und man weiß nie, wie es ausgehen wird. Carissimi, è stato un attimo. Ciao. Dove sei stato? In giro. In giro? Sempre in giro. In giro. Bene. Bene. Ehi, noi compriamo un panino per condividere. Vuoi un panino? Das Apostolat ist ganz zufällig entstanden. Wir waren in einem Krankenhaus in Rom tätig, aber mit Corona und dem Wechsel in der Leitung mussten wir uns einem anderen Apostolat zuwenden. Es hat viel Spaß gemacht und es war ein so großer Erfolg, dass wir beschlossen, es als Option für unsere apostolische Arbeit am Nordamerika-Kolleg beizubehalten. Meistens sind wir auf dem Petersplatz unterwegs. Rosa! Ciao, bello! Ciao, come stai? Bene, tu? Come la gamba? Okay. Meglio. La gamba è la sciatica? Sì, va meglio. Abbastanza, abbastanza. Sì. Ok, bene. Si chiami? Bene. E possiamo comprare un caffè? Sì. Ok, ma di caffinato? Di caffinato. Di caffinato sempre. Ecco, a sinistra tua. Vedi? Vedi? Einer der wichtigen Faktoren des Apostolats ist die Anpassung. Wir müssen uns an jede Person anpassen. Es ist kein Einheitsapostolat, denn jeder, den wir treffen, hat andere Bedürfnisse. Eine Frau, die wir getroffen haben, hat sich zum Beispiel sehr für Theologie und Lesen interessiert. Wir haben ihr also ein paar Bücher zum Lesen besorgt und mit ihr darüber gesprochen. Als wir sie das nächste Mal gesehen haben. So Rosa and the guy, but the guy's getting a little bit testy, you know. Jacob, be with Brian, maybe with the guy. Yeah. And then I'll just have a sip of this with Rosa and then go. Yeah. Wir bemühen uns, den Menschen auf den Straßen Roms Menschlichkeit zu zeigen. Das ist einer der Hauptschwerpunkte und eine der Hauptaufgaben eines Apostolats. Eine gemeinsame Erfahrung verbindet mehr als anderen einfach, nur einen Kaffee oder eine Mahlzeit zu bringen. Was natürlich beides gute Dinge sind, die man auch tun kann. Wir haben gesehen, dass diese Menschen oft allein sind. But we saw that, you know, these people oftentimes were alone. And they didn't have, tutto a posto, tutto a posto. Ma la settimana scorsa è venuto mio padre a Roma. E lui veniva con noi alla strada per abbiamo incontrato Cristian e Zolin con mio padre. È stato un piacere per lui conoscere i miei amici come voi. Was ich in der Kirche und im Evangelium kennengelernt habe, kann ich auf irgendeine Weise mit ihnen teilen. Ein einfacher Augenkontakt, ein kurzes Gespräch, 5 Minuten über alles Mögliche. Ich glaube, Gott wirkt oft auf diese Weise. Es ist wie mit der Berufung. Der Ruf kommt durch die Realität unseres Lebens. Ich erinnere mich, dass es in meiner Zeit der Unterscheidung kein einzelnes Ereignis in meinem Leben war. Es war etwas, das sich durch die Kontakte, die ich hatte, die Beziehungen ereignet hat.
Ich denke, dass Gott oft auf diese Weise wirkt, dass der Ruf durch die Realität unseres Lebens kommt, durch die Menschen, die er unseren Weg kreuzen lässt, durch diese Situationen in unserem Leben. Das ist die Art und Weise, wie der Ruf an uns ergeht. Und durch unsere Sehnsüchte, die Sehnsüchte, die wir im Herzen tragen und die auf alles reagieren, was in unserem Leben passiert. Ti ricordi della frase, i frasi inglesi? Have a day. Have a nice day. Have a nice day. It's a beautiful day. It's a beautiful day.